Wie kann ein Algorithmus von einem Computer ausgeführt werden? Dafür brauchen wir Programmiersprachen und häufig, aber nicht immer, Übersetzungsprogramme, die den produzierten Code in Maschinensprache übersetzen. Über all diese Dinge wirst du in diesem Video mehr erfahren. Programmiersprachen sind unabhängig von einem bestimmten Computersystem einsetzbar und bilden eine Kommunikationsschnittstelle zwischen Mensch und Computer. Lediglich der Übersetzer oder genauer das Übersetzungsprogramm muss an das jeweilige System angepasst werden, damit aus dem für uns Menschen lesbaren Programmcode ein entsprechender Maschinencode erzeugt werden kann. Dazu aber mehr am Ende des Videos. Bereits eine Statistik aus dem Jahr 1970 listete ca. 700 Programmiersprachen auf. In der Zwischenzeit ist diese Liste so gewachsen, dass es kaum noch möglich ist, einen guten Überblick zu bewahren. Es wird grob zwischen zwei Programmierparadigmen unterschieden. Damit ist ein bestimmter Stil gemeint, nach dem ein Programm geschrieben wird. Demnach gibt es imperative und deklarative Programmiersprachen. Bei imperativen oder befehlsorientierten Sprachen folgt ein Befehl dem nächsten. Dementsprechend wird auch ein Befehl nach dem anderen ausgeführt. Zu diesem Überbegriff zählen prozedurale Sprachen wie Fortran, Pascal, C oder Ada. Auch objektorientierte Programmiersprachen wie C++, Java oder C# gehören zu den imperativen Sprachen. Beim deklarativen Ansatz hingegen steht das Was im Vordergrund, nicht das Wie. Es geht also vordergründig um die Beschreibung des Problems, dessen Lösung dann automatisiert ermittelt wird. Das heißt, der Programmierer bzw. die Programmiererin beschreibt lediglich, was das Programm liefern soll, ohne jedoch eine genaue Befehlsabfolge zur Ermittlung der Lösung vorzugeben. Auch hier gibt es wieder zwei Untergruppen, funktionale Sprachen wie Haskell oder Lisp und logische Sprachen wie Prolog. Es gibt aber auch Programmiersprachen, wie zum Beispiel Python, die mehrere Programmierparadigmen unterstützen. Programmiersprachen unterscheiden sich in ihrer Syntax und Semantik. Sie verwenden gleich wie natürliche Sprachen, sei es Deutsch, Italienisch oder Chinesisch, eigene Vokabeln und Zeichen, die nach einer definierten Grammatik zu einem korrekten Satz verbunden werden können. Die Syntax einer Programmiersprache beschreibt, wie aus den zulässigen Zeichenfolgen korrekte Sätze bzw. korrekte Programme gebildet werden können. Beispielsweise lässt sich mit dem Schlüsselwort def in Python eine Funktion definieren. In C würde das jedoch zu einem Fehler führen. Ein syntaktisch korrekter Befehl oder ein syntaktisch korrektes Programm hat eine bestimmte Bedeutung für die Ausführung des Programms, die mit dem Begriff Semantik beschrieben wird. Für Programmieranfänger und Anfängerinnen ist es mitunter empfehlenswert, mit visuellen bzw. blockbasierten Programmiersprachen zu starten. Im Gegensatz zu einer textuellen Programmiersprache, wo auf die Syntax geachtet werden muss, kommen dort grafische bzw. ausformulierte Befehlsblöcke zum Einsatz, die dann nur mehr mittels Drag and Drop zusammengesetzt werden müssen. Bekannte visuelle Programmierumgebungen, die speziell für Kinder und Jugendliche konzipiert wurden, sind Scratch, Snap oder Catrobat. Mit diesen blockbasierten Programmiersprachen kann man ebenso mächtige Programme schreiben wie mit einer gängigen textbasierten Programmiersprache. Sehen wir uns jetzt den letzten Teil der Übersichtsgrafik an. Wir haben nun einen syntaktisch und semantisch korrekten Algorithmus, der in einer bestimmten Programmiersprache implementiert wurde. Aber wie führt nun der Computer meinen geschriebenen Code aus? Dafür sind die zwei folgenden Softwarekomponenten wichtig: Compiler und oder Interpreter. Beide haben die Aufgabe, den Quellcode zu übersetzen und auszuführen, sprich, sie wandeln eine bestimmte Programmiersprache in Maschinensprache um. In Abhängigkeit von der Programmiersprache wird entweder ein Compiler oder ein Interpreter eingesetzt, also das Programm wird entweder kompiliert oder interpretiert. Ein Compiler wird zum Beispiel bei den Programmiersprachen COBOL, Fortran, C++ oder C eingesetzt. Hier wird die Übersetzung in Maschinencode bereits vor dem Ausführen des Programms abgeschlossen. Der Maschinencode wird dabei als ausführbare Datei, zum Beispiel als .exe oder .com-Datei gespeichert. Beim Starten des Programms wird dieser Maschinencode in den Arbeitsspeicher geladen und Anweisung für Anweisung von der CPU ausgeführt. Bei einem Interpreter wird der Code während der Laufzeit übersetzt.
Eine Anweisung wird eingelesen, analysiert und sofort ausgeführt. Dann geht es mit der nächsten Anweisung weiter, bis schließlich das Ende des Programms erreicht ist. Oder bis ein Fehler auftritt. Der Interpreter stoppt, sobald etwas nicht stimmt. Dadurch weiß der Entwickler bzw. die Entwicklerin sehr schnell, an welcher Stelle im Programm sich der Fehler befindet. Dies erleichtert das Debugging, also die Fehlersuche. Diese Vorgehensweise, also das einzelne Interpretieren der Codezeilen, nimmt jedoch mehr Zeit in Anspruch. Beispiele für Interpretersprachen sind Basic, PHP, Perl, Ruby, Python, JavaScript, aber auch visuelle Sprachen wie CatchUpAd. Zu guter Letzt gibt es auch noch eine Hybridlösung. Dabei handelt es sich um einen Just-in-Time-Compiler, wie er zum Beispiel bei Java, C# oder Visual Basic .NET verwendet wird. Hier wird ein sogenannter Zwischencode oder Metacode erzeugt, welcher zum Beispiel von einer virtuellen Maschine in einen ausführbaren Binärcode übersetzt wird. Den Binärcode kann der Computer dann ausführen, was ihn zu einem mächtigen Werkzeug in fast allen Bereichen macht, vorausgesetzt ein Programm macht das, was es machen soll.